Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die The Very Best of Greatest Hits Box von The Boss Hoss. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Very Best of Greatest Hits von The Boss Hoss, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Country. So sieht das aus. Wir haben hier eine würfelförmige Box, quadratisch. Wir werden das Ganze mal aus der Folie schneiden, aber bevor wir das tun, schauen wir uns noch kurz hier diesen Sticker an. Hier unten rechts im Eck lesen wir Limited Super Deluxe Fan Edition. Okay, gut, dann werden wir das Ganze mal hier aus der Folie holen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, das Ganze ist in Rot gehalten. Wir haben hier auf dem Cover diese sieben Herrschaften hier, die sieben Bandmitglieder von The Boss Hoss. Dann lesen wir hier darunter den Namen der Band, 2005 bis 2017, The Very Best of Greatest Hits. Also, es ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Best-of. Und hier sind eben Lieder, Songs drauf aus den Jahren 2005 bis 2017. Hier unten lesen wir dann, A Cowboy's Work is Never Done. Okay, hier nochmal die Albumtitel und der Bandname. Das Ganze dann noch mit Flügeln verziert. So, und auf der Rückseite haben wir dann die Infos, was sich alles in dieser Box befindet. Hier lesen wir Limited Super Deluxe Fan Edition Includes. Double CD including Best of Tracks and Extra Featuring Bonus Disc. Limited The Boss Hoss Cap, A Cowboy's Work is Never Done. Signed Card Collection. Dann haben wir noch einen Barcode und die Beteiligten. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist dann hier abnehmbar. Also der Deckel ist komplett abzunehmen. Von innen weiß. Ui. Ja, wie wir sehen können, haben wir hier einmal diese Cap, diese Trucker Cap. Und wir haben hier scheinbar Stroh. Also passend zum Cowboy Thema und generell so zum Auftreten der Band haben wir hier, wie es sich für Cowboys scheinbar gehört, Stroh mit drin. Ja, ich suche jetzt, wenn möglich, dass das Stroh da drin bleibt und nicht meine ganze Wohnung und meinen Arbeitstisch hier einsaut. So, ich glaube, das Gröbste haben wir erwischt. Also, das ist einmal die Cap. Dann haben wir, das Stroh ist schon überall. So, dann haben wir hier einmal das Album an sich und dann haben wir hier die Karten. Okay, auch hier ist wieder Stroh. Gut, und der Rest ist hier wirklich mit Stroh gefüllt. So, dann schaue ich mal kurz, ob ich das vielleicht hier nochmal wieder reinkehren kann, was hier so daneben gegangen ist. So. Gut, was jetzt hier auch noch zum Vorschein gekommen ist, was man vorher gar nicht so wirklich sehen konnte, ist hier noch, dass die Box auf den Seiten mit vier verschiedenen Bildern bedruckt ist. Also hier haben wir auch wieder die Bandmitglieder in verschiedensten Szenarien, also einmal hier an einem Tisch, sieht so aus wie eine Bar, dann eben hier, sieht aus wie ein Diner, lesen wir hier, so ein amerikanisches Diner mit ihren Maschinen. Dann hier einmal mitten in der Ödnis und einmal hier auf einem Pickup, auf einer Ladefläche sitzend. Okay, so, dann machen wir das Ganze mal wieder zu, damit das Stroh möglichst dort bleibt, wo es ist und sich nicht überall verteilt. Dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das ist noch in Folie. So. So,
So sieht das aus. Das Cover ist ident wie auch schon das Boxcover. Wir haben hier wieder die sieben Herrschaften. Die bekanntesten beiden, die stehen hier vorne, nämlich Boss Burns und Hoss Power. Die kennen die meisten wahrscheinlich von The Voice of Germany. So, das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case in Rot. Auf der Seite lesen wir hier wieder den Namen der Band plus den Albumtitel und dann haben wir die Tracklist. Also, wir haben hier 22 Tracks auf CD1 und dann haben wir hier auf CD2, die nennt sich dann Super Deluxe Bonus Edition, haben wir dann auch nochmal 11 Tracks und diese 11 Tracks sind hier alle Tracks mit Features, also mit Fremdbeiträgen. Wir haben hier unter anderem Features mit dabei von Andreas Gabalier, Nena, Ray Garvey, wer ist hier noch drauf? Jesse Hughes, nochmals Ray Garvey, Plastic, Bertrand, also jede Menge Features mit dabei. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Wir haben dann hier noch die Beteiligten und aber keinen Barcode, denn meines Wissens gibt es diese Variante, also mit dieser Bonus-Edition, mit dieser Bonus-CD, wirklich nur in dieser Box und deswegen auch kein Barcode. So, dann schauen wir mal hinein ins Booklet. So, hier die sieben Herrschaften. Hey Ja, lesen wir hier. Was lesen wir hier? Internashville Urban Hymns. Genau, das Album aus dem Jahr 2005. Okay, also, wenn ich es richtig beurteile, dann haben wir hier die einzelnen Tracks. 16, Rodeo Radio, genau. Also, wir haben hier die Alben angeführt, von denen das Lied stammt. In diesem Fall Nummer 3, Hey Ja, stammt von diesem Album. Und so geht das dann weiter. Also hier die Lieder 16, 9 und 17 kommen hier aus dem Album Let's Go Rodeo Radio 2006. Und so geht das dann weiter. Sehr schön. Also hier kann man dann wirklich auch nachvollziehen, wie sich dieses Best-of genau zusammensetzt. Welches Album hier die Tracks beigesteuert hat. Das kann man hier alles dann nachlesen. Sehr schön. Dann zum Abschluss haben wir noch die Tracks hier von der Bonus-CD und dann noch die umfangreiche Aufstellung der Credits. Sowohl zu der CD1 als auch zu der CD2 haben wir alles Wissenswerte angeführt. Sehr schön. So, dann packen wir das Booklet wieder zurück. Wir kommen zu CD Nummer 1. Die sieht so aus, auch hier wieder die sieben Männer abgebildet in schwarzer Kleidung und weißem Cowboyhut. Und auf der Rückseite haben wir dann CD Nummer 2. Die sieht so aus. Super Deluxe Bonus Edition lesen wir hier. Und dahinter dann The Very Best of Greatest Hits wieder zu lesen. Gut, so viel zu der Musik in der Box. Dann haben wir Karten mit dabei, die waren hier mit so einer weißen Banderole zusammengefasst. Und hier haben wir dann auch wieder diverse Fotos. Und okay, das gefällt mir schon richtig gut. Wir haben hier eine Autogrammkarte, die hier tatsächlich von allen sieben Bandmitgliedern unterschrieben wurde. Und das ist auch wirklich hier original unterschrieben worden. Also das sieht man hier, das Schwarze hier ist original. Dann haben wir hier das Ganze im Postkartendesign. Also man kann hier wirklich auch jede der Postkarten versenden. Und wenn ich das jetzt richtig deute, jawohl, haben wir hier die Albentitel und die Cover der bisherigen Alben auch hier mit verarbeitet. Also der bisherige Werdegang, die bisherige Diskografie von The Boss Hoss ist hier noch einmal festgehalten. Bedeutet, wir haben hier pro Karte ein Albumcover. Sehr schön. Und es sind wirklich alle sieben Stück hier in diesem Postkartendesign hier, dass man die entsprechend verschicken könnte, wenn man will. Ich werde meine auf jeden Fall behalten. Und wie gesagt, die eine ist hier mit sieben Unterschriften versehen. Und dann haben wir noch einen weiteren Boxinhalt. Und zwar haben wir hier eine Kappe mit dabei. Es ist so eine Kappe mit einem Netz hinten, also so eine Trucker Cap. Hier vorne lesen wir wieder
The Boss Hoss, A Cowboy's Work is Never Done. Dann hier hinten eben dieses schwarze Netz. Das Ganze ist dann im Stile einer Snapback, bedeutet, man kann das hier entsprechend dann größer und kleiner stellen, also die Größe individuell anpassen. Von unten der Schirm auch in schwarz. Und wir haben es hier zu tun mit einem Myrtle Beach Headgear. Und das Ganze ist, hier ist das Material, 100% Polyester, Black, Gustav Dahlberg GmbH in Albstadt. Okay, dann haben wir auch noch wieder einen Barcode und hier lesen wir dann, ich hoffe man kann es, ja, hier liest man es, Made in China. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Kappe, diese Trucker Cap hier. Dann haben wir diese Karten, ich glaube 8 Stück waren es jetzt gesamt. Ja genau, 7 mit dem Albumcover und das 8. hier entsprechend unterschrieben von allen 7 Mitgliedern. Und natürlich das Album an sich, The Very Best of Greatest Hits, inklusive der Bonus-CD, womit wir auf 22 plus 11, 33 Tracks kommen. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, die natürlich auch noch Unmengen an Stroh beinhaltet, also Füllmaterial. Das alles in dieser wunderbaren Box, The Very Best of Greatest Hits von The Boss Hoss. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr The Boss Hoss unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.